Hallo liebe Siebdruckerinnen und Siebdrucker. In diesem Video wollen wir euch unsere grafische Universalsiebdruckfarbe Polyplast vorstellen. Mit dieser Allround-Farbe könnt ihr auf viele verschiedene Untergründe drucken. Ganz schön viele. Verdruckbar ist Polyplast unter anderem auf Hart-PVC, Weich-PVC, wozu Vinylmaterial, LKW-Plan und auch Aufkleberfolien zählen, Acryl- und Plexiglas, ABS und Kunststoff, wie zum Beispiel Polycarbonat, Polystyrol, besser bekannt als Styropor, unlackiertes Holz, alle offenen Papier- und Pappsorten sowie die meisten oberflächenbehandelten versiegelten Papiersorten und die meisten lack- und pulverbeschichteten Metall- und Holzsorten. Wenn ihr auf lackierte Oberflächen drucken wollt, dann solltet ihr allerdings ein paar Tests durchführen, denn die Haftfähigkeit der Farbe hängt maßgeblich mit dem verwendeten Lack zusammen. Wenn euer Bedruckstoff zu den eben aufgezählten gehört, dann wird die Farbe nach dem Druck kratz-, abrieb- und wasserfest darauf haften und vor allem ist sie auch sehr, sehr witterungsbeständig. Das Druckfinish, das ist farbbrillant und glänzt leicht. Neben diesen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ist die Farbe deswegen so genial, weil sie im Gegensatz zu den marktüblichen Spezialsiebdruckfarben für Kunststoffe und Co. nicht Lösemittel, sondern wasserbasiert ist. Dazu ist sie kennzeichnungs- und nahezu geruchsfrei. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an. Und zwar wollen wir diese wunderschönen Stickermotive drucken, und zwar auf die Aufkleberfolie, die wir hier haben. Das ist die Exhibition 631 von Oracle. Und da wir keine Textilien bedrucken, drucken wir heute mit unserer sehr beliebten Flachdruckmaschine, der Flat DX 100. An der Flat DX 100 kann man dank des stufenlos höhenverstellbaren Druckkopfes perfekt flache, aber auch voluminöse Bedruckgegenstände mit einer Eigenhöhe von bis zu 13 cm bedrucken. Und man kann natürlich bequem den für den Grafikdruck sehr wichtigen Absprung einstellen. Wer nicht gleich so eine Maschine kaufen will, der kann bei uns im Shop siebdruck-versand.de unter der Kategorie Siebdruckmaschinen auch kleine, kompakte Zwingen oder aufwendigere Tischschwingen als Alternative finden. Oder natürlich könnt ihr auch einfach eine bereits vorhandene Textildruckmaschine umfunktionieren. Zwischen unserem Sieb und der Druckplatte haben wir jetzt bereits einen Absprung eingestellt, und zwar, wie gesagt, hinten am Druckkopf und hier vorne damit. Wir haben 3 mm genommen, das könnt ihr hier schön sehen. Darüber hinaus haben wir uns sogenannte Anlegemarken auf unsere Druckplatte geklebt. Das ging folgendermaßen. Wir haben einfach eine unserer Aufkleberfolien mit einem schwarzen Rand versehen und haben dann im Prinzip anhand dieser schwarzen Linien geschaut, wo unsere Folie liegen muss, damit das gesamte Motiv darauf erscheint, und haben dann mit rotem Tape Anlegemarken aufgeklebt. So, jetzt noch mal ein paar Worte zur Emulsion. Wenn man unsere Polyplastfarbe benutzt, dann ist es ratsam, eine Fotoemulsion zu benutzen, die sowohl wasser- als auch lösemittelbeständig ist. Und wir haben uns deswegen für unsere Hybrid-Emulsion FLX Screen entschieden. So, wir drucken durch ein 90T-Gewebe und im Idealfall wird die Farbe mit einem 75-Schore-Rakel verdruckt. Und jetzt schauen wir uns mal die Farbe an. Wie ihr seht, die ist nicht sehr zäh, sondern eher dünnflüssig. Solltet ihr sie noch flüssiger brauchen, dann könnt ihr sie auch bis zu 5-6% noch mit Wasser anmischen. Für mich ist die aber so völlig hinreichend. Ich trage die jetzt einfach mal auf. Oben auf die Platte an die Anlegemarken.
Und dann seid ihr druckbereit. Die kleinen Striche, die ihr hier seht, das sind sogenannte Schnittmarken. Die verdrucken wir mit und anhand dieser Marken könnt ihr später eure Aufkleber zerschneiden. Fluten. Einmal rakeln. Und gleich wieder zurückfluten. Fertig ist unser Stickerbogen. Stapelbar trocknet die Polyplastfarbe in 20 bis 30 Minuten bei Raumtemperatur. Kratzfest wird sie dann nach einigen Stunden. Solltet ihr einen gut ventilierten Trockentunnel haben und den auf 50 Grad Celsius einstellen, könnt ihr eure Trocknung übrigens um einiges beschleunigen. Jetzt noch ein paar Worte zur Reinigung. Polyplast ist eine wasserbasierte und deswegen lufttrocknende Farbe. Das heißt, wir wollen euch empfehlen, das Sieb direkt nach dem Druckvorgang von der Farbe zu reinigen. Grobe Farbreste holt ihr am besten raus, indem ihr einen Spachtel, Farbreiniger oder einen Lumpen benutzt und das einfach abtragt. Und danach kann dann mit Wasser gereinigt werden. Ist die Farbe allerdings schon in eurem Sieb eingetrocknet, dann benötigt ihr einen Siebreiniger. Und dafür könntet ihr zum Beispiel unseren Ink Remover benutzen. Auf Polypropylen, Polyethylen, blankem Metall oder Glas haftet die Polyplast übrigens nicht Abrieb, Kratz und wasserfest. Aber ihr könnt uns gerne ansprechen, denn auch für diese Bedruckstoffe haben wir Farben, die wir euch anbieten können. Ihr habt das hier gesehen, aber ich kann euch sagen, die Farbe ist nicht nur für Aufklebefolie richtig gut geeignet, sondern auch sonst, wie schon gesagt, sehr vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel hätten wir hier unbehandeltes Holz. Da haben wir durch ein 80T-Gewebe gedruckt. Und hier ein Firmenschild, Hart-PVC. Dafür haben wir ein 90T-Gewebe genommen. Okay, ich hoffe, wir konnten euch jetzt auf unsere tolle Polyplastfarbe aufmerksam machen und ihr seid neugierig geworden. Solltet ihr noch Fragen haben, dann lasst uns einfach eine E-Mail da oder ruft direkt an. Und wenn ihr möchtet, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und folgt uns, wenn ihr es nicht schon längst tut. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr eure Druckergebnisse mit uns teilt. Das könnt ihr tun, indem ihr sie mit dem Hashtag Siebdruckversand verseht. In diesem Sinne, gutes Drucken und vielleicht bis später.